Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir versuchen da diesen Berg hochzukommen. Oh, fuck. Wer auch immer du bist. Und warum mussten wir den jetzt töten? Huch! Wird ja streng bewacht hier. Guten Tag. Warte, ich komme gleich zu dir. Schöne leichte Brise. Hier kannst du das Gleiten üben. Möchtest du es mal versuchen? Warum nicht? Während des Gleitflugs musst du auf dem Weg einige Ziele zerstören. Bewertet wirst du nach benötigter Zeit bis zur Landung und der Anzahl getroffener Ziele. Ich wurde von einem gewissen Erfinder gebeten, die Avicola auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Und das geht am schnellsten im Einsatz. Okay, komm. Gut, ich bereite alles vor. Erziele Punkte, indem du schwebende Ziele im Gleitflug zerstörst. Wenn du außerhalb deines Ziels auf dem Boden landest, wirst du disqualifiziert. Je schneller du das Ziel erreichst, desto mehr Punkte erhältst du. Oh Gott, ey. Ja, wie zerstöre ich die? Fortgeschrittener. Wenn ich nur wüsste, wie viele Punkte ich brauche. Schon.
Experte. Hat das gereicht? Einfach umwerfend. Als wärst du ein Vogel. Du bist ein Vogel. Gut. Da ist noch ein Foto. Ach so, ich muss wahrscheinlich die Mühle fotografieren, ne? Warte. Ich fliege mal hier rüber und versuche mal von hier die Mühle zu fotografieren. Dann nicht. Hört schon endlich auf, ihr beiden! Halt dich da raus, verstanden? Wurde sehr hitzig. Ja, ja, es hätte vielleicht noch Tote gegeben, ne? Das wollen wir ja nicht. Du bist also meine Kontaktperson, was? Ich habe von dir gehört. Takamoriyama schickt mich. Mehr musst. Kogoro Katsura schickt mich. Mehr musst. Spar dir das Geplauder, komm zum Punkt. Wer schickt uns denn nochmal? Ich glaube, er war das, ne? Uff, sehr charmant. Soll mir recht sein. Solange ich bezahlt werde, kann mir egal sein, wer du bist. Ich habe soeben beobachtet, wie ein paar verdächtige Samurai in dieses Gasthaus gegangen sind. Das müssen die sein, die du suchst. Vermutlich werden sie die ganze Nacht über abwechselnd Wache stehen. Schlag am besten im Morgengrauen zu. Ich gehe jetzt dorthin. Komm zurück, sobald du den Brief hast. Ich warte hier. Okay. Mission beginnen. Verbündete auswählen. Gonzo. Ja, behalten wir die Beine einfach, scheiß drauf. Ich helfe gern. Zeit für mich zu glänzen, was? Was? Wer bist du, verdammt? Da bitte. Ja.
mir! War's das? Was macht er hier? Der hat das Schwert nach oben und läuft hier einfach so rum. Hey. Mach dich bereit zu sterben. So. Zeit für eine neue Frisur. Finde den Brief. Jetzt, ich dachte jetzt hier so ein ganzer, so alles Schüler drin, so 1000 Stück. Elender Bastard, ich werde dich in Stücke reißen. Nimm doch die anderen beiden, warum denn mich? Au, warum schmeißt du mir denn einen Fußball an den Kopf? Ich bin der rote Dämon. Sprich mit dem Informanten. Wo ist er nochmal? Da ist er. Gute Arbeit. Also, den Brief kannst du mir geben. Warum vertraue ich ihm nicht? Nein, ich überbringe ihn persönlich. Was machst du da? Ich durchschaue dich. Du arbeitest für Taka und Katsura. Ich finde heraus, wer besser zahlt. Und wir teilen die Belohnung. Solltest du nicht kooperieren, werde ich alles auffliegen lassen.
Danach würde dir sicher keiner der beiden mehr ihr Vertrauen schenken, was? Jetzt mach schon! Gib mir den Brief! Einschüchtern. Muss ich dir etwa wehtun? Mögst du auf ewig schweigen, ihn töten? Hör auf, du wirst es nicht bereuen. Ich bezahle dich dafür. Oh, du meine Güte, bist du vielleicht ätzend? Kämpfen wir? So. Okay, wir haben hier einen neuen Bereich. Deine Mündung zum Gebiet Odoja. Gibt's hier was? Oh, hier ist was. Hier ist auch was. Überreiche Katsura den Brief. Überreiche Taka den Brief. Oh, shit. Ich bin doch so schlecht in Entscheidungen treffen. Jemand braucht Unterstützung. Tja, ich weiß nicht, wir hätten ihm den Brief doch geben sollen, damit er das entscheidet. Ich gehe erstmal hier hin, ich mache hier erstmal das Banner. Und dann sehen wir weiter. So, wir müssen hier stärken eine Bindung, damit wir das machen können. Dann kümmern wir uns direkt darum. Auf geht's. Ja, ansonsten, ich weiß noch nicht, wem ich den Brief geben soll. Ich tippe jetzt auf Taka, weil wir beim letzten Mal den anderen geholfen haben. Aber ich weiß es nicht. Taka hat auch viel für uns getan. Neun Gegner. Wer ist er, Wolverine? Sein Kopf rollt auch. Einen würdigen Gegner haben wir erledigt. Gibt's doch nicht.
Mit der letzten Kugel haben wir ihn erwischt. Okay, die müssten alle da drüben irgendwo sein. Da sind die. Mach ich. Entschuldige die Umstände. Kein Problem. 7 von 9. 2 laufen hier noch rum. Huch. Ich glaube, der andere war auch hier, ne? Da ist er doch. Das war's schon. Prototyp eines Gewehrs. Hey, du da! Hey! Der Arbeitsvermittler. Wo ist die Ware? Hier ist noch ein Schatz irgendwo. Hier. Warte, ich komm gleich zu dir. Lauf nicht weg. Wo ist das Lagerhaus? Haben wir einen Schlüssel bekommen? Nee, ne? Doch. Kiyutai-Uniform. Traktat über Scham erhalten. Du hast sicherlich schon so manch eine Schlacht geschlagen. Das sehe ich dir an. Oh nö, Quatsch. Falls du kurz Zeit hast, würde ich gern etwas besprechen. Bin mehr der Katzentyp. Wer bist du? Ich bin auf der Suche nach Ronen wie dir, um sie anzuheuern. Du scheinst mir fähig genug. Hast du vielleicht Interesse an einem Auftrag? Der Auftrag kommt direkt aus dem Kommissariat. Es gibt da einen besonders gefährlichen Gauner, den sie so schnell wie möglich loswerden wollen. Warum fragst du nicht bei einem Dojo? Wer gut mit Holzschwertern umgehen kann, ist leider noch lange kein abgebrühter Krieger. An einem Ort wie diesem finde ich so jemanden wahrscheinlich schon eher. Gut, hast mich überzeugt. Ich bin dabei. Gut. Kümmer dich so schnell wie möglich darum. Und sei vorsichtig. Dieser Mann ist gefährlich. Er hat bereits zahllose Widersacher niedergestreckt. Ich regel das, kein Problem. Erstatte dem Arbeitsvermittler Bericht. Was? Da bist du ja. Es ist also erledigt, ja? Der Mann hatte Freunde, so war das nicht abgemacht. Wenn du von diesem Mann redest, ja, ich habe ihn getötet. Du bist sogar noch stärker, als ich gedacht habe. Also dann, das Kommissariat hat mir noch einen Auftrag übermittelt.
Diesmal soll ein Polizist beseitigt werden. Erledigst du das? Was? Sie wollen einen der Ihren töten? Ich denke, Sie wollen das Gesicht wahren. Weil Sie sich nicht selbst kümmern können, sollen wir für Sie die Drecksarbeit machen. Was der Mann getan hat, darf ich dir nicht sagen. Meine Kunden erwarten von mir Diskretion. Wunderbar. Soweit ich weiß, ist der Mann wahrer Abschaum. Halte dich nicht zurück, nur weil er Polizist ist. Verstanden? Okay. Oha. Erstmal machen wir den Schrein. Wir müssen ja auch mal ab und zu beten, ne? Wenn wir schon mal so viele Leute hier töten und ja, dann muss man auch ab und zu mal ein bisschen beten. Oh, Kopf einziehen. So. Die Männer aus Tosa. Da ist auch noch einer. Wie machen wir am besten weiter? Den haben wir noch gar nicht, warum nicht? Das müssen wir ändern. So, Pferdchen, ich werde von hier aus fliegen, danke dir. Dann sind wir jetzt hier. Und ich würde sagen, wir machen als nächstes da oben weiter. 20 Punkte haben wir. Da werden wir in der nächsten Folge nochmal ordentlich durchgucken können. Wer ist denn das? Gefolgsmann des Mito-Clans und Anhänger der Mitogaku-Denkschule, der dem Kaiserhof Treue geschworen hat und nun mit Gleichgesinnten zusammenarbeitet, um die Pläne des Shogunats zur Öffnung des Landes zu unterwandern. Er ist ein gewandter Schwertkämpfer, der seine Angriffe mit seinen engsten Gefolgsleuten koordiniert. Der Name Densemon Ose ist Gerüchten zufolge ein Deckname, den er annahm, um seine wahre Identität zu schützen. Sein echter Name lautet angeblich Kukichi Ugai. Von mir aus. Jetzt kann er auf seinen Stein ja schreiben, was er will. So, Leitfaden. Haben wir das auch. Karte, Mission, Ausrüstung. 200. Oh, wieder ein weiter. Sogar eine goldene. Huch. 197.
So, jetzt sehen wir richtig gut aus. Okay, da machen wir gleich weiter. Vorher machen wir nochmal einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf. Und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.